So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein neuer Daily has arrived, der neue BMW M4. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, das Unboxing von dem Kollegen hier. Der tränenreiche Abschied mit dem BMW M2 CS, den ich wirklich sehr, sehr dolle in mein Herz geschlossen habe. Der ist jetzt weg, der stand vor ein paar Minütchen noch da und jetzt steht der da. Ausgepackt und Gewinner und Bohne hat eingefahren, Bremse angefahren, Reifen angefahren. Also er ist ready, um richtig rangenommen zu werden. Also dieses Auto hat sehr, sehr viele Details. Ein paar möchte ich euch zeigen. Also Farbe Rosso Corsa ist natürlich eine irgendwie leicht italienisch angehauchte Farbe. Die passenden Bremssättel haben wir dazu bestellt. Sensationell, also gibt man schöne Felgen auch. Ne? Schön sauber gemacht, da muss ich noch mal ran, glaube ich. Ganz kurz einmal das Thema Niere. Ich habe es in dem Unboxing-Video schon gesagt, Leute. Diese Niere ist einfach geil. Und das meine ich so, wie ich es sage. Das sieht so krass aus. Wenn du auf das Auto zugelaufen kommst, ich war heute Mittag schon einmal beim Asiaten mir was zum Essen holen, und dann kommst du da raus aus dieser Bude und gehst auf dieses Auto zu. Sag mir mal bitte einer, dass das nicht aussieht. In echt, Leute, wirklich, ich weiß nicht, wie es auf dem Kamerabild ist, aber in echt sieht das einfach so mega aus und ich liebe diese Niere und dazu werde ich auch während der Fahrt gleich noch ein bisschen was erzählen. Es gibt natürlich auch einen geschichtlichen Hintergrund, warum diese Niere jetzt so aussieht, aber ich finde es einfach Hammer, dass BMW endlich mal wieder was wagt, designtechnisch richtig auf die Pauke haut. Und wer das nicht mag, der mag das halt nicht, da kann ich auch nichts dran ändern, will ich auch nicht, aber wir gehen hier einmal ganz kurz rum. Das Carbondach mit diesen beiden Finnen da, das sieht einfach rattenscharf aus. Bringt wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal ganz schwer davon aus, dass das auch noch was bringt aerodynamisch, dass das Ding noch sauberer in der Spur hängt. Und genau, dann haben wir hier natürlich das Zeichen, ist kein Competition, der kommt im Sommer. Auch den werden wir sehr, sehr wahrscheinlich fahren. Heckdiffusor hat er auch. Und ich sag mal so, wir steigen jetzt einfach mal ein. Wir fahren eine Runde, geben Vollgas und ich werde herausfinden, ob dieses Auto dem M2 CS das Wasser reichen kann, ob das irgendwie anders ist, ob das besser ist, ob das schlechter ist, was auch immer. Ich werde eine komplette Runde mit dem Gerät machen, einmal gucken, was er drauf hat. Und dann sind wir auf jeden Fall am Ende schlauer. 3, 2, 1, go! Gut da, ne? Der steht richtig gut da. Guckt euch das mal an. Das ist die normale Stehhöhe. Wenn ich jetzt runtergehe, wird das noch mal ein bisschen krasser. Ich finde ihn wirklich, wirklich schön. Hä? So, also wir gehen mal rein, gucken uns so ein bisschen was an. Die Sitze. Das ist einfach schon mal das Obergerät. Das ist einfach Wahnsinn. Diese Perforation. Wie krass ist das bitte? Seht ihr diese Wellen hier? Also größere Löcher reingestanzt, dann kleinere Löcher. Dann haben wir hier diesen Wulst in der Mitte, auch das werde ich natürlich erklären. Handschalter ist klar. Dann diese Details hier, ne? Es ist einfach Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Hier. Junge, wie sensationell sieht das bitte aus? Und wie sensationell... Warum der hier liegt, ne? Ich habe immer einen Fünfer dabei, wenn mal irgendwie was ist. Tanken oder du musst von irgendwem das Handy benutzen und du hast deinen Geldbeutel vergessen oder sowas, da musst du immer einen Fünfer haben. Und diesen Fünfer findet ihr bei mir immer hier unter der Sonnenblende. Ja, den habe ich gerade eben aus dem M2 rausgeholt und dann hier irgendwie reingeschmissen und vergessen, hier richtig reinzuzimmern. Also, so viel zum Thema 5 Euro. Carbon-Schalensitz, ne? Junge, das ist so ein rattenscharfes Gerät. Das ist... Boah, Leute, guckt euch das mal an. Ist das Endstufe? Ja, das ist Endstufe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist der Beginn einer wunderbaren Beziehung. So.
Startknopf. It's all about the manuals, Leute. So präzise und so knackig, so wie das sein muss, ne? Rückwärts. Gott sei Dank. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich jetzt in einen M4 umsteigen müsste mit Automatikgetriebe, ich glaube, ich würde richtig was vermissen. Ganz ehrlich. Deswegen gut, dass er Handschalter ist. Also, los geht's. Nur mal ganz kurz, ne? Ich habe diese Kamera da an diesen Sitz hier, also an den da, festgesaugt, weil ihr seht das ja, ne? Carbon Fiber everywhere. Und deswegen, okay, jetzt fahre ich mal weg, ne? Dann könnt ihr das mal in Ruhe machen. So, die M2-Taste ist ja schon gedrückt, ne, Matthias? Also die Hinterachse macht das, was es machen soll. Nämlich schön durchgehen. Boah, ist das krass. Also was du sofort merkst, ne, ist, wie dieses Auto an der Vorderachse einfach genau das macht, was du möchtest. Also das ist definitiv anders. Du merkst sofort, das ist jetzt hier, ne, die Autos kannst du nicht vergleichen, weil es einfach eine andere Generation ist natürlich. Aber im Vergleich zum M2 CS merkst du einfach, wie viel mehr Präzision und Engineering in diesem Auto steckt. Du merkst das Gewicht, finde ich nicht. Finde ich wirklich nicht. Klang. Junge, 6 Zylinder vom Allerfeinsten. Also ich meine, hier sind jetzt natürlich auch Windgeräusche dabei. Oh, Zwischengas beim Runterschalten. Das ist wirklich, das klingt extremst gut, finde ich. Also ich habe mich noch gar nicht reingefuchst. Ne? Ich weiß nicht, wie das hier eingestellt ist, das Auto. So, mal gucken. Wir gehen mal auf Track. Wie hart der dann ist. Alter, das ist krass. Er zeigt jetzt da unten rechts, ist das hier unten schon die Driftkontrolle, dass ich 0 Drifts gefahren bin bis jetzt? Also was krass ist, ich fühle mich sofort wohl in dem Auto. Gangschaltung ist genau dasselbe, das Handschaltgetriebe fluppt da durch, das ist mit Schaltblitz. Das krasse ist, er fühlt sich jetzt schon wirklich viel, viel stärker an als der M2 CS. Ich weiß nicht, woran das liegt. Natürlich Sommerreifen auch, aber es ist einfach ein anderes Auto auch. Man fühlt sich sofort wohl. Die Ergonomie ist Weltklasse. Diese Sitze sind wirklich göttlich. Ja, das ist schon krass, wie dieses Auto Aufmerksamkeit auf sich zieht. Alle BMW-Fahrer gucken. Das siehst du schon nach den ersten paar Kilometern. Und auch die Fremdfabrikatfahrer denken sich, ja, was ist denn das da? Klang, ne? Der Klang ist wirklich. Der räuspert sich auch so. Hört ihr das? Das ist echt gut. Also ich habe wirklich erwartet, dass er jetzt sehr, sehr leise ist, ganz gedämpft klingt, aber er klingt richtig rotzig, ist da, ist präsent, hat Bock. Und sagt eigentlich nur die ganze Zeit, Malmedy, was machst du? Fahr! Fahr, Malmedy! Fahr doch! Boah, ist das gut, Leute! Alter! Du fährst im 4. Gang, schaltest runter, Zwischengas und dann direkt bam, 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 bam. Also er ist knackiger, er ist steifer, er ist härter, das merkst du sofort, wie der am Gas hängt. Das Fahrwerk, der knickt nicht so ein und geht so wie so ein Boot nach vorne. Das hat der M2 CS auch nicht gemacht. Aber es ist so präzise geworden jetzt. Man merkt einfach, alles ist hier steifer. Die haben ja ganz viele Verstrebungen da eingebaut, haben das Auto wirklich auch auf Track-Performance optimiert. Und das ist ihnen sehr, sehr gut gelungen. Autobahnauffahrten liebt der Kollege. Liebt er. Aber richtig. Ja, das ist schon wirklich
Carbon-Paket, ne? Das Lenkrad, wenn du dir das Carbon anguckst aus der Nähe, das sieht so sensationell aus, so high-end, wirklich perfektionistisch, macht wirklich Laune, sich das anzugucken. Das Auto hängt am Gas wirklich richtig gut und hört sich folgendermaßen an im Standgas. Ah, das ist laut, das ist leise. Okay, alles gut. Verstehe ich und ist gut. Vollkommen ausreichend. Ah, du bist meiner! Hör mal! Wir verstehen uns doch jetzt schon perfekt! Oh Gott, danke liebe MGMWR für dieses Auto. Alter, geht die Hütte! Also ich sag mal so, ne? So und nicht anders habe ich ihn mir gewünscht. Aber ob das dann wirklich so wird und ob das dann alles so kommt und ob sich das alles so anfühlt, das weißt du erst, wenn du dich reinhockst und fährst. Und das ist jetzt der Fall. Wir wissen es jetzt. Ich finde, dass er wirklich richtig, richtig sexy aussieht. Über die Niere habe ich mich schon ausgelassen, aber ganz kurz. Wir schneiden jetzt mal ein paar Bilder rein von alten BMWs. Niere war früher immer so und nicht quer. Nicht liegend, sondern stehend war die Niere. Und jetzt ist sie halt wieder so. Klar ist das irgendwie eine Herleitung und trotzdem musst du das Auto dann hübsch finden. Ich finde ihn wirklich hübsch. Ihr könnt natürlich eure Meinung frei entfalten zu dieser Niere. Habt ihr wahrscheinlich schon tausendmal gemacht. Meine ganz persönliche Meinung ist, ich finde sie wirklich gut. Ich habe eben das Auto ausgepackt. Also für mich eben, für euch im letzten Video. Und ich finde die Niere mega. Wirklich richtig, richtig gut. Punkt. Ja? Also, Handschalter. Dieses Handschaltgetriebe sieht aus, wie alle Handschaltgetriebe aussehen seit dem BMW i30, würde ich sagen. Save the Manual steht hier drauf. Finde ich auch mega cool, dass BMW das macht. Ne? Einfach mal so eine Carbonabdeckung nehmen und sagen, komm, da fräsen wir jetzt mal schön was rein. Ich finde es mega, dass die sowas machen. Genau. Also, Save the Manuals. Und warum safen wir die? Weil die einfach mega gut sind. Diese Schaltung ist eine Ausgeburt an Präzision. Boah, Alter, wie das Ding geht. Also es ist schon ein Unterschied zum M2 CS. Also die komplette Anbindung ist halt steifer. Deswegen reagiert das Auto schneller auf alle Befehle. Lenken, Gaspedal, Bremse. Alles ist präziser. Ja? Und das ist natürlich auch mit diesem Handschaltgetriebe der Fall. Also das Handschaltgetriebe fühlt sich wirklich exakt, weil ich wusste ja, das ist ein Handschaltgetriebe. Deswegen bin ich heute Morgen nochmal wirklich ganz bewusst mit dem M2 CS gefahren, auch um ihn nochmal zu verabschieden und zu sagen, Baby, wir sehen uns jetzt wahrscheinlich nie wieder. Deswegen habe ich nochmal wirklich einmal durchgeschaltet und gesagt, okay, komm, jetzt, ne? Ja. Und dieses Handschaltgetriebe schaltet exakt genauso exakt und präzise und spaßig und sämig wie im M2 CS. Letzter Drift. Junge, ist das genial. Letzter Drift. 1,8 Sekunden, 28 Meter und dann wird auch noch der Grad angezeigt, nämlich 9,8 Grad. Ist das genial, Leute. Das meine ich, das sind diese kleinen Features, wo ich sage, okay, da hat BMW jetzt mal wieder was Neues. Ne? Ich meine, klar, dieses Track Precision und sowas von AMG, das gibt's auch, aber was davon nutzt du wirklich? Ne? Ja, der war ein bisschen länger. 2,2 Sekunden, 38 Meter, 10,1 Grad war der Winkel. Junge, das mache ich nicht mehr weg. So, was kannst du dann da machen? Drift Session. Strecke gedriftet. Strecke driftbar. Meter Einzeldrifts untersteuern. Digga, der zeigt die Untersteuern an. Meter Gesamtstrecke. Und dann Drift Session starten. Also da wird dann quasi alles addiert.
Und er verbessert dich wahrscheinlich auch noch. Junge, wir müssen damit auf den Nürburgring. Ist das nicht schön, Leute? Es ist einfach nur so, wie es sein muss, dieser M4. Ich mag ihn wirklich sehr gerne. Muss ich ganz offen gestehen. Da rutscht schon wieder alles. Ist einfach wirklich ein Bock geworden, der mich flasht. Junge, wie das Auto geht, ey. Und wie der liegt. Er hat die Traktionskontrolle eingegriffen. Mega. Alter, aber sie hat mich nicht bevormundet, sondern sie hat mir geholfen. Das ist sensationell. So, M1. Das kann er. Das kann er. Also Leute, nur für euren Hintergrund. Ich habe jetzt entschieden, wir machen noch ein Video, wo ich auf die Hausstrecke gehe oder auf die Rennstrecke. Und das Video wird jetzt hier gleich vorbei sein. Krass, wie die Leute gucken, Alter. Ich meine, ja, Rosso Corsa, okay, ne? Aber die Form des M4 fällt schon extrem auf. Das ist krass. Ich habe jetzt wirklich lange überlegt, so, ne? M2 CS, M4. Weil natürlich, von der Leistung her, sind die beiden sehr, sehr ähnlich. Der M2 ist natürlich leichter als der M4. Und deswegen habe ich die ganze Zeit versucht, das so einzuordnen. Und was auffällt, ist tatsächlich, dass der M4 ist das viel erwachsenere Auto. Aber nicht seriöser. Ja? Und das empfinde ich als sehr, sehr positiv. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich meine. Das Auto ist, fühlt sich satter an, ist natürlich geräumiger, größer und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie merkst, so ja, irgendwie ist das alles langweilig oder irgendwie zu schwer oder schwerfällig oder nicht lebendig genug. Ganz im Gegenteil, das Auto ist ultra lebendig, super handlich, aber es fühlt sich halt so eine Spur erwachsener an, aber eben nicht seriöser. Und das mag ich total gerne, weil du natürlich auch mehr Platz hast und du hast mehr Möglichkeiten mit dem Auto, aber es ist eben nicht so, dass das irgendwie langweilig wird oder dass du dir sagst, so, ach nee, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass du einfach, du bist jetzt nicht mehr 18 oder 19, sondern du bist jetzt vielleicht 25, so vom Kopf her, weißt du? Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube ja, ne? Also es ist wirklich, es ist immer noch ein sehr, sehr verspieltes Auto, ihr habt das gesehen, der geht quer, der macht Spaß, der macht Bock und so weiter und so fort. Aber es ist immer noch ein M und zwar durch und durch und er sieht rattenscharf aus. Junge, das ist aber beim Runterschalten macht er richtig hin und dann. Also das ist wirklich gut. Guck mal jetzt, also dritter Gang, runterschalten. Meine Flasche rappelt. Also wenn alles aus ist, hat er definitiv genug Leistung. Also 30 PS. Hat das Basis, also das hier ist der Basis M4, ja, mit 480 PS hat er 30 PS mehr als das Competition-Modell vom Vorgänger. Sehr, sehr gut. All-Wheel-Drive kommt noch, Allradantrieb kommt im Sommer, glaube ich, ungefähr. Nochmal mehr Leistung, 510 PS. Auch dieses Fahrzeug werde ich mir natürlich unter die Fittiche nehmen und ordentlich auschecken. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, wir fahren auf die Autobahn. Das ist so krass, ich meine, ihr seht das Ding da hinten rumfliegen, ne? Und ich bin hier noch lange nicht am Limit, ich habe auch noch nicht gegengelenkt. Also Leute, Fazit M4, das erste Anschmecken, der erste Eindruck ist verdammt gut.
Dieses Auto hat satt Leistung, hat wirklich sehr, sehr viele schöne Spielereien. Ich sag nur M-Drift Analyzer. Das ist mega. Und genau mit diesem Tool werde ich spielen im nächsten Video. Hausstrecke und oder Rennstrecke, ich weiß es noch nicht so ganz genau. Kommt auch so ein bisschen darauf an, wie die Termine so liegen, ob ich Zeit habe, ob die Rennstrecke Zeit hat und so weiter und so fort. Vielleicht machen wir nur Hausstrecke, aber auch da gibt es ja was zum Driften. Auch da können wir Drifts analysen. Ich freue mich vor allen Dingen extrem drauf, dass wir mit diesem Fahrzeug wieder mal etwas längere Zeit gemeinsam verbringen werden. Yes! Also, danke fürs Zugucken, Leute. Nächstes Video wird Hammer. Da wird vielleicht der erste Satz Hinterreifen weggehen. Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also, danke fürs Zugucken. Tschüss, hab euch lieb. Euer Matze. Servus. Jetzt laden wir nochmal durch. 100, 110, 20, 30, 40, 150, 160, 170, Alter, 80, 90, 200. Wann ist der vierte Gang zu Ende? Bei 228. So, dann kommt die nächste 120er-Zone. Mittelhartes Anbremsen. Bremse macht gar nichts. Schon haben wir wieder 100. 92 haben wir drauf. Nicht 100, sondern 92 haben wir drauf. Bremse ist mega. Also, ich habe jetzt genug gelabert. Für das erste Mal war das eh schon viel zu viel erzählt. Also, viel Spaß, Leute. Tschüss. Und nochmal aufhören. Und nochmal Tschüss sagen. Beim Unboxing-Video habe ich mich, glaube ich, auch 8-mal verabschiedet. Aber ich finde, das kann man ruhig mal reinschneiden. Ja? Dass ihr auch mal seht, dass ich nicht fertig werden kann. Alter, wie du in diesen Schalensitzen drin sitzt, ne? Einfach noch eingepackter in diesen M-Sportsitz. Ach so, eins meiner absoluten Lieblingsdetails. Ich habe ja über den Schalter schon geredet, ne? Also was mir wahrscheinlich der Markus Flasch höchstpersönlich, also der Chef von der M GmbH, hier reingraviert hat, das ist schon wirklich sehr, sehr schön. M4, Hashtag Save the Manuals. Ja, meine Meinung. Es gibt keinen Konkurrenten, keinen Mitbewerber, keinen Marktbegleiter, der in diesem Segment einen Handschalter anbietet. Das gibt es nicht. Keine C-Klasse, keine S4, aber Handschaltung. Alles nur noch Automatik. Ich finde es mega, dass es einen Handschalter gibt. Und der kommt aus M-Town. Das ist echt ein Alleinstellungsmerkmal. Das gibt es halt nirgendwo anders. Mir fällt gerade auf, ich habe noch ganz viel nicht ausprobiert. Ich habe mich einfach reingesetzt und bin gefahren. Harman Kardon haben wir, Vollleder haben wir, Vollcarbon-Paket haben wir. Die Sitze sind sowieso der Oberkracher. Das ist alles Oberkracher. Ich habe irgendwo gelesen, dass sich irgendjemand daran stört, hier an diesem Mitteltunnel da. Finde ich gar nicht. Was soll das? Ist doch cool. Also ganz ehrlich. Also, viel Spaß, Leute. Tschüss.